Heute bei Let's Dance sind die Selbstzweifel von Sophia Thiel am Ende doch zu groß. Der Tango ist echt schwer und ich habe mit dem echt zu kämpfen. Da kommt dann natürlich auch die Panik hoch, so werde ich es bis Freitag überhaupt schaffen. Und wird es heute eventuell zum ersten Mal in dieser Staffel die 30 Punkte geben? 10! 10 mit Krone! Und damit herzlich willkommen alle miteinander zur neuen Folge von Let's Dance. Wir sind nach der Osterpause jetzt in Show Nummer 5. Wie immer läuft Let's Dance natürlich Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL. Schaut da sehr gerne mal vorbei oder wie in der Videobeschreibung verlinkt auf RTL Plus. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wieder über richtig viel Support und aus eigener Sache. Manchmal fragen Leute, warum manchmal etwas gestummt ist, und das liegt daran, dass wenn ich die Tänze ein bisschen zu lange schneide, kann es passieren, dass die Musik erkannt wird und ich die Musik dann stumm schalten muss. Aber ich probiere das immer so zu schneiden, dass das so selten wie möglich passiert. Wir fangen aber auch direkt an heute, denn wir haben heute 9 wundervolle Tänze vor der Brust und anfangen tut Jana und Vadim. Wir tanzen einen langsamen Walzer, der fließt wie ein Fluss. Ob das am Ende wirklich fließt wie ein Fluss, das werden wir uns natürlich angucken. Aber Diana hat wirklich eine absolut großartige Entwicklung hingelegt und das merkt sie auch selber. Es ist so leicht irgendwie alles. Das ist tatsächlich, macht es mir mittlerweile richtig Spaß. Das ist eine Überraschung. Ja, ne? Umso gespannter sind wir jetzt natürlich alle, ob es auch genauso gut weitergeht. Und der Tanz, der fängt auf jeden Fall schon richtig schön an. Caravan, cross the desert like an aeroplane. Und natürlich, ich denke, wir sind mittlerweile an einem Punkt, die Kostümleute sind auch einfach so großartig. Jeder sieht wirklich wunderschön aus, aber bei Jana hat man auch wirklich das Gefühl, so langsam ist sie wirklich eine richtige Tänzerin geworden. Die sieht auf der Bühne einfach so wundervoll aus. Und Jana und Vadim machen das einfach großartig zusammen. Sie sind auch ein wirklich gutes Team. Was soll man da noch großartig zu sagen? Aber trotzdem muss ich auch ehrlicherweise sagen, Diana hat ja im Vorspann gesagt, dass es alles so einfach ist. Und es sieht auch wirklich danach aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht mit den beiden, weil die sind einfach ein wirklich großartiges Tanzpaar und ich habe langsam das Gefühl, Jana, wenn die sich weiterhin so steigert, dann könnte die eine richtige Favoritin werden. If you can. Aber natürlich gibt es auch eine kritische Jury und deswegen hat Mozzi ganz genau aufgepasst, damit der Lambi am Ende auch nicht sagen kann, man hätte irgendwas noch übersehen. Und ich habe mit Herr Lambi an die Füße geachtet, weil wenn er was sagen würde, würde ich sagen, Joachim, wir haben die gleiche gesehen. Und es war spitze. Well done. Und tatsächlich, Joachim Lambi hatte auch eigentlich nur Worte des Lobes übrig. Ihr wart ein Paar auf der Fläche. Du hast wunderschöne Kopfbewegungen gehabt. Sehr weich. Es passte so zu der Musik. Und deshalb war das eine hervorragende, eine vorzügliche Vorstellung hier heute Abend. Und jetzt wird es wirklich richtig spannend, denn die Punkte, die eskalieren heute direkt. Und die ganz große Frage ist, wird es eventuell 30 Punkte geben? Jorge González. Zeng. Mozzi Mabuse. Nein! Und Joachim Lambi. 10. 29.
Ja, wer hätte damit rechnen können, dass die 30 Punkte am Ende nicht erreicht werden, weil Mozzi Mabuse weniger Punkte vergibt als Joachim Lambi. Aber nichtsdestotrotz sind die 29 Punkte natürlich auch eine absolut grandiose Leistung. Und ich weiß nicht, was in der Osterpause passiert ist, aber es geht genauso grandios weiter. Jetzt kommen nämlich Detlef, Soest und Eckhardt, auch wenn die in den letzten Wochen ja immer stark kritisiert worden sind. Wir nehmen Kritik mit und machen diese Woche besser. Okay, diese Woche Samba-Zeit. Die beiden tanzen eine Samba und dabei muss man sich natürlich auch wieder ein bisschen näher kommen. Für den Detlef ist das manchmal vielleicht ein bisschen zu nah, besonders in gewissen Regionen. Oh, da bin ich aber ganz schön dicht bei dir dran. Das war echt so ein bisschen unangenehm. Also, weil ich muss mich ja da so an Eckhardt so nah heranstellen. Du bist schüchtern dort. Ich bin schüchtern, ja. Ich bin wirklich schüchtern. Und ich weiß nicht, ich muss auch einfach sagen, ich liebe die Eckhardt. Die ist einfach so eine charismatische Frau. Das macht immer Spaß, der zuzugucken. Und die hat sich auch wirklich eine sehr besondere Choreografie ausgedacht. Denn der Anfang, der war auch wieder ein bisschen speziell. When you hear the rhythm, start to move. Die beiden standen sich erstmal mit Speeren gegenüber. Das war auf jeden Fall relativ lustig. Dann muss ich sagen, dass ich den Song so ein bisschen komisch finde, weil der auf der einen Seite wirklich ein bisschen nervig ist. Und obwohl ich den Song ziemlich bescheuert finde und gar nicht gut geeignet eigentlich, muss ich trotzdem sagen, dieser gewisse Flow, der durch ihn aufkommt, den haben die beiden wirklich gut mitgenommen und irgendwie macht der Tanz doch richtig viel Spaß. Und natürlich bei der Samba muss der Detlef richtig nah an die Eckhardt ran, aber auf der Bühne sah das dann ordentlich aus. Und ich weiß nicht, auch jetzt in der letzten Szene, die jetzt kommen wird, dieser Song, wer hat den ausgesucht? Aber trotzdem hat er auch wieder irgendwie so das gewisse Extra. Also er ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Und damit ist der Tanz dann beendet. Und obwohl Detlef und Eckhardt ja eigentlich sogar ganz gute Punkte bekommen haben in den letzten Wochen, sie haben trotz allem auch immer viel Kritik bekommen. Und das ändert sich heute. Weil seit 5 Wochen habt ihr Kritik bekommen. Das musste ein bisschen das. Aber ich habe immer alles Gas gegeben. Und ich finde, heute ist alles zusammengekommen. So wirklich mit der Samba. Der Jury hat es richtig gut gefallen, der Mozzi, dem Lambi und auch dem Joche. Hey, Chico, du hast diese Franzi Hosen zu Leben erweckt. Und der Tanz war wirklich richtig gut. Die ganz große Frage ist natürlich, werden heute die 30 Punkte bei Detlef fallen? Ja! Mozzi Mabuse. Come on, ten! Und Joachim Lambi. 9! Und auch bei Detlef gibt es nur 29 Punkte, weil diesmal der Joachim dann nicht mitgespielt hat. Aber das ist natürlich trotzdem eine großartige Punktzahl und Detlef war auch wirklich richtig froh. Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Pärchen, das durchaus zum Kreise der Favoriten zählt. Auch wenn man ehrlicherweise gestehen muss, dieser Kreis der Favoriten ist noch richtig groß. Aber Massima und Lulu, die haben auch einen Auftrag heute, 30 Punkte. Wir tanzen Charleston. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass der Charleston vielleicht sogar der einfachste Tanz ist, mit dem man am besten die 30 Punkte knacken könnte. Und der Massima und die Lulu, die haben die Latte auch richtig hochgelegt, denn in dem Charleston war richtig Pfeffer in der Hose. Ah,
Die beiden waren absolut synchron, absolut voller Tempo und absolut voller Elan. Und man muss das auch jede Woche aufs Neue erwähnen. Die Lulu sieht so gut aus auf der Bühne und die schafft mit dem Massimo zusammen solche großartigen Optics. Das ist wirklich einfach nur, ja, Wahnsinn, was die auf die Bühne zaubern können. Und sie haben natürlich auch im Charleston ein bisschen sexy dabei. Also eigentlich könnte man sagen, dieser Tanz ist wirklich eine absolute Vollgranate und extrem gut, und das ist er im Grunde auch. Aber es gab so kleine Momente, wo man das Gefühl hatte, die Balance bei Lulu ist nicht hundertprozentig da. Achtet jetzt mal am Ende auf Lulu, wenn sie aus der Drehung stehen bleibt. Man hat das Gefühl, sie wäre fast umgekippt, und das gab es in dem Tanz schon 2-3 Mal. Ich weiß nicht genau, ob ihr es sehen konntet. Ich weiß auch nicht, ob das dann am Ende der Grund war. Aber jetzt gab es dann zum Abschluss noch eine Hebefigur. Und die ist dann tatsächlich, obwohl der Tanz bis dahin im Grunde perfekt war, leider schiefgegangen. Man muss dann dazu sagen, sie haben es aber noch ganz gut gerettet. Und es hat trotzdem richtig gut geendet. Und wir haben ja heute auch auf der Fahne stehen, werden wir die 30 Punkte knacken? Und eigentlich wäre dieser Tanz wirklich prädestiniert dafür. Er war im Grunde perfekt, außer eine Stelle. Geil, das war so gut, das war so synchron, so perfekt. Und nur diese kleine Dinge, was passiert? Und der Fehler, der ist natürlich allen aufgefallen, nicht nur dem Roche, auch der Mozzi. Verdammt ärgerlich, ja. Weil ich dachte, wir haben dieses Jahr erste 30, es kommt, ja. Aber Massimo und Lulu haben noch mal einen zweiten Versuch bekommen und sie können die Hebefigur natürlich. Es war einfach ein bisschen unglücklich. Es gab auch das kleine Problem, dass Massimo sich während dem Tanz irgendwie geschnitten hat am Finger. Eventuell ist auch deswegen die Hebefigur ein bisschen schief gegangen. Aber Hebefiguren sind ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Sind wir doch mal ehrlich. Hebefigur hat ja eigentlich mit Tanzen nur am Rande was zu tun. Ist ja nur die Kirsche auf der Sahnetorte, um das mal so zu sagen. Dein Tanzen war sensationell. Und dieser sensationelle Tanz hätte wahrscheinlich die 30 Punkte geknackt, aber wegen dem kleinen Fehler wurden es dann nur 9. Mozzi Mabuse. 9. Und Joachim Lambi. Eine knappe 10. Aber man muss auch dazu sagen, man sieht an den 3 Beispielen jetzt, wir haben ein wirklich starkes Jahr, denn im Grunde hätten alle 3 fast die 30 Punkte geknackt. Und dann haben wir ja auch noch einen kleinen Favoriten in der Hinterhand, denn Gabriel Kelly, der ist jetzt auch noch dran. Und zwar tanzen wir einen Tanz, der kommt aus Argentinien. Ah, okay. Dann weiß ich schon. Es kann nur der Tango Argentino sein. Genau. Der Gabriel ist natürlich auch ein kleiner Streber und die beiden wollen diesmal wirklich alles geben. Alles für die 30 Punkte. Herr Lambi hat gesagt, mehr Risiko, er kriegt mehr Risiko. Und dieses Risiko hat man dann auch gesehen, denn die haben wirklich sehr viele spezielle Positionen getanzt. Das ist auch so ein Tanz, den sollte man sich dann eigentlich nochmal, wenn man gerne möchte, im Gesamten angucken. Die beiden haben wirklich losgelegen wie nichts Zweites und auch so weitergemacht, denn es war eine unfassbare Spannung in der Luft. Aber Gabriel und Malika sind ja sowieso ein absolut grandioses Paar und das haben sie diese Woche auf jeden Fall auch wieder gezeigt.
Die beiden haben wirklich die ganze Zeit durchperformt. Es war jetzt nicht so ein dynamischer Tanz, wo viel gelaufen wurde. Es waren mehr so einzelne verschiedene Figuren und Positionen. Aber die haben sie im Grunde alle wirklich auf den Punkt getroffen. Und ich glaube, Mozzi hat dann das schönste Kompliment gegeben, das ein Promi bei Let's Dance bekommen kann. So dass eine Profi wie Malika absolut alles geben kann, muss sie wissen, da steht ein Partner, den ich verlassen kann. Im Grunde hat Mozzi einfach nur gesagt, lieber Gabriel, du bist schon fast wie ein Profi auf der Bühne. Und das ist natürlich ein absolut großartiges Lob. Vor allen Dingen, weil der Gabriel gerade auch in der Mats vorm Tanz rüberkommt wie der normale Junge von nebenan. Und dann guckt man deine Mats und du siehst aus wie der Boy nebenan und wir streicheln, wir machen das und dann tanzt du, boom, wer ist dieser Mann? Ich liebe es! Und von dieser Coolness und auch von dieser Abgebrühtheit, wie Gabriel einfach abliefern kann, ist selbst Joachim Lambi begeistert. Du sitzt da oben zwei Stunden rum, ja, lässt dich hier berieseln von den anderen Kollegen, die heute sehr gut getanzt haben. Ja. Ja? Und dann sagst du dir, Mensch, die waren nicht schlecht. Echt? Aber ich zeig denen jetzt mal, wie es geht. Gabriel war nämlich der letzte von den großen Favoriten, sage ich einfach mal. Schafft er eventuell die 30 Punkte, nachdem die anderen schon so extrem gut vorgelegt haben. Aber für Lambi ist das Ding eigentlich auch relativ klar. Weil ich es in dieser Staffel sehr ausgeglichen finde. Aber für mich bist du im Moment mit dem heutigen Tanz und mit denen der letzten Wochen der Favorit hier. Und damit, bitte erheben Sie sich, sehen wir jetzt die Punkte für Gabriel Kelly. 10! Mozzi Mabuse. 10 mit Krone! Und Joachim Lambi. Natürlich! Damit sind dann die 30 Punkte tatsächlich gefallen in der Show Nummer 5 in diesem Jahr. Wir machen weiter mit Sophia Thiel und Sophia Thiel, da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die auch an sich glaubt. Sophia ist sehr, sehr schüchtern und beim Tango brauche ich das natürlich nicht. Komm, ein bisschen so. Du brauchst keine Angst zu haben, wir werden uns nicht küssen. Das ist ein Schauspiel. Zeig mal. Ja, sehr gut. Und dabei ist Sophia Thiel doch auch so eine attraktive, schöne und auch sportliche junge Frau. Da fragt man sich immer, warum hat sie nicht dieses Selbstvertrauen? Warum traut sie sich nicht sexy zu sein? Sie muss doch gar nicht so viel dafür tun. Aber sie hat halt auch einfach ihre Selbstzweifel. Der Tango ist echt schwer und ich habe mit dem echt zu kämpfen. Da kommt dann natürlich auch die Panik hoch, so werde ich es bis Freitag überhaupt schaffen? Und das ist dann natürlich auch ein ganz großes Problem, weil wenn man das mit in den Tanz rein nimmt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass es ein bisschen gehemmt ist. Also wollen wir mal gucken, wie die beiden sich anstellen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Tanz großartig schlecht war, aber trotzdem so ein bisschen der Esprit und der Ausdruck hat mir schon gefehlt. Sie haben es trotzdem ganz gut nach Hause getanzt, aber ganz gut ist eben auch nur ganz gut, vor allen Dingen, wenn man gerade die Konkurrenz gesehen hat. Und deswegen ist auch die Jurybewertung dann nicht die allerbeste geworden. Joachim Lambi hat auch nicht nur positive Worte. Du warst im Knie, aber du hast jedes Mal, und dann kippt das Becken hinten weg, mit einem ganzen Fuß oder mit dem Ballen aufgesetzt. Das nimmt dir die Geschwindigkeit raus. Und auch wenn ich diese technischen Aspekte jetzt als Laie so natürlich nicht sehe, genau das war eben auch mein Eindruck, dass einfach so ein bisschen die Dynamik und auch dieser Ausdruck, einfach diese Leichtigkeit, dieses, ja, vielleicht auch ein bisschen die Sexiness, es hat einfach ein bisschen was gefehlt. Ich habe gemerkt, du warst sehr aufgeregt, du hast fast nicht geatmet und das warst du lesen in deiner Gesicht. Ich glaube, der Roche, auch wenn er hier ein bisschen Probleme hat, hat das relativ gut zusammengefasst und er hat einen relativ einfachen Tipp, aber ganz so einfach ist es für Sophia ja nicht umzusetzen. Mach weiter, sei nicht so aufgeregt, glaub an dir, mach weiter.
Ja. Und deswegen hat Sophia dann auch oben vor der Punktevergabe noch mal erzählt, dass das eben ein großes Problem für sie war. Und man möchte ihr wirklich zurufen, Sophia, schau in den Spiegel. Du bist wunderschön und du bist eine sexy Frau. Und das fiel mir sehr, sehr schwer, diese Sexiness irgendwie vor allem hier im Publikum zu zeigen und in der Live-Show. Aber es war... Du siehst sexy aus, hallo? Also... Wisst ihr, wenn ich ja als dicker Kloß so vor meinem PC sitze, dann bin ich immer ein bisschen erstaunt darüber, dass wirklich auch jetzt hübsche Menschen und natürlich Schönheit ist immer Geschmackssache und natürlich, Sophia Thiel ist jetzt auch nicht die Durchschnittsfrau, ja, sie ist ein bisschen muskulöser und kräftiger, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn die im Fitnessstudio steht, werden sich auch viele Kerle umdrehen. Ich frage mich dann einfach immer, wenn man vom Leben schon so geküsst ist und wenn man sich natürlich auch gut um seinen Körper kümmert, sodass man auch eine wirklich gute, positive, schöne, sexy Ausstrahlung hat, warum glaubt man dann nicht an sich? Du hast es. Einfach dran glauben. Sieben. Maxi Mabuse. Sieben. Und Joachim Lambi. 19 Punkte. Und 19 Punkte sind jetzt nicht komplett schlecht, aber die Konkurrenz ist sehr groß und damit ist man dann tatsächlich an diesem Abend auf dem vorletzten Platz. Und damit machen wir weiter mit unseren beiden Zuckermäusen, mit Anastasia und Toni. Und die beiden hatten ja beim letzten Mal, man könnte sagen, einen Totalausfall. Woran es lag? Also, ich glaube an mir. Du wolltest mich stolz machen. In allen Shows. Ach, du heute Scheiße. Hast du es nicht ganz geschafft. Ja, und das möchte der Toni natürlich diese Woche wieder ändern. Und dann hat er bei der Anastasia auch geraten, welchen Tanz sie denn wohl heute tanzen müssen. Und bei seinem zweiten Versuch hat er es direkt getroffen. Wiener Walzer. Riechst du, ne? Ich bin der Meister. Was ist das? Es ging gar nicht. Auch wenn er da vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht hat, denn das sieht eher aus wie ein Paso Doble, aber ein Wiener Walzer, der ist natürlich ein bisschen eleganter. Und ja, die beiden zusammen sehen einfach so wunderschön aus. Und ich liebe auch das Kleid von Anastasia. Ein Traum. So selten treffe ich deine Freunde. Sie fragen mich, was ich jetzt tue. Und ich muss sagen, ich fand den Tanz von den beiden wirklich schön. Sie hatten eine tolle Energie und sie haben wieder gestrahlt auf der Bühne. Ich muss aber auch sagen, ein Lied von Roger Cicero ist natürlich sehr emotional. Bis ich endlich weiß. Aber auch wenn das natürlich kein perfekter Tanz und kein perfekter Auftritt war, das, was Toni Bauer kann, das ist einfach Ausdruck, das ist Gefühl und das macht er wie ein ganz, ganz großer. Ich hab mir ein, ich hab mir aus. Natürlich muss man sich vielleicht die Frage stellen, kann man damit wirklich gewinnen? Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da muss dann vielleicht tänzerisch auch noch der ein oder andere nächste Schritt kommen. Aber ansonsten, alles andere ist Masterclass. Dass du wieder kommst zu mir. Und natürlich hat auch Mozzi erkannt, dass nicht alles perfekt war, aber das ist eben auch das Schöne am Tanzen und das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit der Musik. Es kommt nicht immer darauf an, dass es 100% perfekt ist. Es muss meiner Meinung nach, meine professional Meinung, es muss nicht perfekt sein. Nein. Es muss Herzen berühren. Und wenn du tanzt, mein Herz, es ist wirklich, es pumpt und pumpt. Ich spüre so viel Liebe und alles, ich spüre alles. Und der Joachim Lambi, der war ja vor 2 Wochen wirklich enttäuscht und auch das hat sich geändert. Vor 14 Tagen hast du mich ein bisschen enttäuscht, habe ich dir ja auch gesagt. Heute hast du wieder ein bisschen Kredit zurückgewonnen, Gott sei Dank, weil der Wiener Walzer besser war. Bleibt natürlich die ganz große Frage offen, wie viele Punkte werden das? Sind das genug Punkte, um sicher in die nächste Runde zu kommen? 8! Ja! Oh. Mozzi Mabuse. 8! Und Joachim Lambi. 7!
Und natürlich, 23 Punkte hören sich nicht schlecht an, aber das ist solides Mittelfeld. Das reicht nicht, um in die Top-Gruppe zu kommen. Da muss dann vielleicht doch noch ein bisschen nachgelegt werden. Aber wir machen weiter mit Marc Keller, denn der hat heute natürlich auch einen Tanz vor der Brust. Möchtest du wissen, was wir diese Woche tanzen? Sag's mir. Wir tanzen diese Woche einen Slow Fox, den Rolls Royce unter den Standard-Tänzen. Wieder was Neues gelernt. Ich wusste gar nicht, dass der Slow Fox der Rolls Royce ist. Aber vielleicht werde ich das ja irgendwann in meinem Leben nochmal gebrauchen können. Der Tanz hat allerdings ganz besonders angefangen, denn Marc Keller hat irgendwie eine Verbindung zum Stepptanz und er durfte ein bisschen steppen. Ansonsten sieht Marc Keller auch ein bisschen anders aus. Er hat sich nämlich rasiert, damit er so edel wirkt, wie der ganze Tanz auch sein muss. Said to myself, this affair never will go so well. Ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er rasiert ist. Mir ist nur aufgefallen, dass er irgendwie anders aussieht. Aber je öfter ich ihn jetzt gesehen habe, muss ich sagen, er sieht richtig gut aus. Ja, und ein bisschen Steppen darf auch im Tanz nicht fehlen. Aber sie haben dann auch ein bisschen Slow Fox getanzt. Und ich muss sagen, Respekt, ich fand das wirklich ganz gut und ich weiß immer nicht, wie ich Marc Keller einsortieren muss. Der macht das schon auf seine Art und Weise wirklich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann diese eine Woche kommt, wo er relativ dick ins Klo greift, vielleicht einmal nicht so die Tagesform auf seiner Seite hat und dann könnte es eventuell eng werden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Slow Fox zusammentanzen gehabt, weil das ist ja der Slow Fox Tanz sozusagen. Aber die Solo Side by Side waren einfach sensationell. Also sehr guter Comeback. Vor zwei Wochen war es noch nicht ganz so gut mit den Punkten. Heute sah das dann schon deutlich besser aus. Acht. Mozima Buse. Acht. Und Joachim Lambi. 7. 23. Wir machen weiter mit unserem italienischen Powermann Stefano und er tanzt diese Woche auch einen besonderen Tanz. Ich freue mich total auf die Samba, ich bin richtig motiviert. Spring so nach vorne, rein. Genau. Und ich war auch ein bisschen verwirrt, denn bei der Samba haben die ja normalerweise diese Zottelhosen an, aber die beiden haben mal einen anderen Ansatz ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob das so sein muss, aber man sieht die Unterhose von Stefano so extrem krass im Bild, weil seine Hose irgendwie ja halb durchsichtig ist oder so. Und ich weiß nicht, irgendwie sieht das komisch aus. Aber tut natürlich jetzt nicht ganz so viel zur Sache. Der Tanz war trotzdem ganz schön anzugucken. Aber Stefano ist auch so ein bisschen in diesem Mittelfeldtrott dabei. Ich meine, so grundsätzlich finde ich Stefano, der bewegt sich wirklich gut, aber da fehlt irgendwie so ein bisschen das gewisse Extra. Zumindest für mich ist es so, dass man irgendwie nicht dieses spezielle Gefühl bekommt, wenn man Stefano tanzen sieht. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was die Jury dazu sagt und Roche war auf jeden Fall ganz zufrieden eigentlich. Wirklich? Eine gute Darstellung, was die gesamte Gruppe heute hat hier gemacht. Heute ist Kampf angesagt, du hast gekämpft, das war gut. Die Frage ist natürlich, ob das Kämpfen reicht, weil, wie gesagt, ne, er ist tänzerisch nicht so auf dem extremen Top-Level. Er ist aber auch gefühlstechnisch oder auch unterhaltungstechnisch nicht so auf einem Level von zum Beispiel einem Toni. Ich weiß aber auch nicht, warum. Manchmal kann man es auch gar nicht so richtig erklären. 7. Mozima Buse. 7. Und Joachim Lambi. 5.
Und mit den 19 Punkten ist er dann auch auf dem vorletzten Platz und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für die Rauswahl. Wir machen weiter mit der Person, die eigentlich immer auf dem letzten Platz ist, aber immer noch mit dabei ist. Die letzte Woche war für mich wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Erstmal hat Valentin sein Baby bekommen, dann habe ich spontan mit Mika getanzt. Diese Dankbarkeit, die ich dann in mir gespürt habe, als ich weiterkommen durfte. Ihr seid weiter. Das Gefühl, das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Man weiß nicht so hundertprozentig genau, warum Ann-Kathrin jede Woche weiterkommt, denn irgendwie ist sie ja jede Woche die schlechteste. Aber wir wollen natürlich auch Valentin einmal alles, alles Gute wünschen. Ich war einfach glücklich mit allem und stolz auf die beiden, dass sie es geschafft haben. Und Valentin ist jetzt nicht nur glücklicher Papa, Valentin ist jetzt auch wieder zurück bei Let's Dance und der nächste Tanz mit Ann-Kathrin gehört wieder ihm. Der nächste Tanz, den wir tanzen, ist ein Quickstep! Ja, und ein Quickstep ist gar nicht so einfach, der ist vor allen Dingen immer besonders schnell. Da wollen wir natürlich direkt mal reingucken, ob Ann-Kathrin das Tempo mitgehen kann. Zunächst muss ich einmal sagen, dass ich Ann-Kathrin wirklich wunderschön finde. Das Kleid steht ihr wirklich großartig. Sie hat so einen phänomenal wunderschönen Körper. Der kommt da richtig gut zur Geltung. Also auf der Linie kann sie natürlich überzeugen. Ich bin aber auch wirklich beeindruckt davon, wie schnell sie unterwegs ist auf der Bühne. Ich meine, man hat halt dieses typische Problem bei Ann-Kathrin, dass sie im Grunde nichts alleine tanzen kann und dass man auch nie so ein Gefühl dafür bekommt, wie sie ihren Körper eigentlich alleine bewegen kann. Das ist ja zum Beispiel bei einem Stefano viel, viel besser. Der kann ja richtig mit seinem Körper, ne, da kommt so ein bisschen Flow und Groove auf, aber ansonsten ist der Tanz wirklich ganz ordentlich. Man sieht der Ann-Kathrin im Gesicht auch an, dass sie wirklich wieder Spaß hat am Tanzen und das ist auch eine gute Sache. Sie hat eine tolle Ausstrahlung und, ich kann es auch nur nochmal sagen, sie ist wirklich gut unterwegs für ihre Verhältnisse. Sie ist richtig schnell und flott auf dem Parkett. Nichtsdestotrotz ist das natürlich im Vergleich zu der Konkurrenz immer noch eine schwierige Situation, aber die Jury war mit ihrer Leistung an sich auch sehr zufrieden. Dear Chica, ich muss sagen, das war dein bester Tanz. Yes. Das war dein bester Tanz. Da kann man sich nur anschließen, wobei der Joachim Lambi natürlich auch recht hat. Wir wollen auch mal gucken, ob die Ann-Kathrin denn irgendwie selber auch tanzen kann. Ich warte natürlich jetzt auch mal auf so Dinge, die so, wo du so selbstständig und eigenständig alleine was machen musst. Bis jetzt war immer alles noch schön zusammen. Eventuell bekommt Ann-Kathrin ja in der nächsten Show nochmal die Gelegenheit, wobei man da auch wieder dazu sagen muss, es wird auf jeden Fall wieder eine Aufgabe, denn die meisten Punkte hat sie nicht. Sechs! Oh mein Gott! Maxi Mabuse. Sechs! Und Joachim Lambi. Vier! Mit den 16 Punkten ist sie dann auch wieder auf dem letzten Platz. Aber bevor wir zur Rauswahl kommen, haben wir noch einen Kandidaten übrig und das ist unser Bion. Diese Woche Contemporary. Ja, und der Contemporary ist natürlich ein sehr spezieller Tanz und wir werden auch direkt mal reingucken. Bei dem Ganzen geht es ja um sehr, sehr viel Gefühl rüberbringen. Kann der Bion das? Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich den Tanz nicht ganz so gut fand, weil ich auch der Meinung bin, dass der Bion nicht so richtig seine Stärke ausspielen konnte. Denn wenn er Schritte tanzt oder auch so allein einen Solopart hat, dann sieht man immer, der hat richtig viel Rhythmus im Blut. Bei diesem Contemporary ist es irgendwie, ja, ich hab's irgendwie nicht gespürt. So. Das Problem beim Contemporary ist ja auch, da ist nicht so wirklich viel Schritt drin. Das ist eigentlich mehr so Figuren tanzen und irgendwie habe ich es nicht gefühlt.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich beim Contemporary, wenn man nicht wirklich extrem die Geschichte sieht, schon ein bisschen Probleme habe, weil ich dann vielleicht auch das tänzerisch nicht verstehe. Das mag sein. Die haben natürlich ihr Bestes gegeben, das ist klar. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Tanz, diesen Contemporary, vielleicht ein bisschen besser fühlen konntet. Für mich war er ein Standard. Aber wenn ich euch nicht so ganz viel über den Tanz sagen kann, dann wollen wir doch mal jemanden zuhören, der vielleicht mehr Ahnung davon hat. Und das ist Joachim Lambi. Ich fand eure Dynamik miteinander, das auch, was ihr zusammen gemacht habt, sehr gut. Ja, ihr habt das sehr schön harmonisch verkauft. Es war ein Storytelling dahinter. Das war alles super. Ja, das sind die Worte, die Joachim Lambi gewählt hat. Keine Ahnung, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir gucken uns jetzt die Punkte an und die, ja, sind auch mehr so solides Mittelfeld. 8. Mozima Busi. 8. Und Joachim Lambi. 7. Und damit ist dann dieser Abend vorbei und wir haben die Gruppe grundsätzlich so ein bisschen aufgesplittet. Wir haben die vier überragenden Favoriten, Detlef, Jana, Lulu und Gabriel. Dann haben wir eine Gruppe von Mittelfeldkandidaten. Das war Bion, Toni und Mark Keller. Und dann haben wir Sophia und Stefano, die nicht ganz so gut überzeugen konnten. Und dann haben wir noch unser Schlusslicht, die Ann-Kathrin. Und deswegen ist jetzt natürlich auch die ganz große Frage, wer fliegt diese Woche raus? Und natürlich denkt jeder wieder daran, dass Ann-Kathrin eventuell rausfliegen könnte, aber tatsächlich wurde Ann-Kathrin gesichert. Der Bion musste auch zittern, der wurde dann aber auch gesichert. Und am Ende ist die Entscheidung dann tatsächlich zwischen Stefano Zarella gefallen und die Sophia Thiel, die ja so viele und große Selbstzweifel hatte. Weiter tanzen dürfen in Show 6. Sophia und Alexandro! Und das bedeutet, leider ist Stefano Zarella raus, auch wenn er nicht der Schlechteste war und auch wenn es sicherlich relativ knapp war. Sophia Thiel wurde dann von den Zuschauern nochmal gerettet und man möchte ihr für die nächste Woche wirklich zurufen. Liebe Sophia, glaub an dich. Dieses Jahr ist wirklich so knapp, du kannst das noch schaffen, aber du musst an dich glauben. Und dem Stefano Zarella, dem wünschen wir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute. Guckt gerne bei ihm vorbei, der ist ja als Koch-Influencer unterwegs. Also wenn er Lust hat, ne, ich würde sein Essen gerne mal essen. Aber ich esse viel, ne? Große Portionen. Gut, und damit sind wir dann tatsächlich durch für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Zeigt es gerne eurer Oma oder eurer Mama, wenn die auch Spaß daran haben. Und ansonsten vielen lieben Dank für all eure Kommentare, all eure Unterstützung. Abonniert den Kanal sehr gerne. Ich würde mich darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!